Moin und willkommen zu meinem neuen Video von mir. Ich würde sagen, weiter geht's nach dem Intro. Wir packen das jetzt mal gemeinsam aus. Das wurde mir von der Firma Zeissim gesponsert oder zur Verfügung gestellt. Ich schreibe euch den Namen mal oben, unten, wie auch immer, bevor ich das jetzt falsch ausspreche. Wir öffnen dabei jetzt das erstmal gemeinsam. Und dann gucken wir dabei gemeinsam rein, was das ist. So, ja, das sind Kopfhörer und ja, gucken wir jetzt mal, das ist ja jetzt erstmal hier und hier ist auch ein Display drin und das soll in der Farbe grün sein, aber wir gucken uns das mal gemeinsam an. So, dann wollen wir mal hier. So, weg mit dem Plastik. Ja, also, außer dass man diesen Aufkleber, ja, hier stehen denn die Daten und so weiter und so fort. Ich schreibe das auf jeden Fall in die Beschreibung auch mit rein. Und hier auch, wie lange man damit spielen kann, also hören kann. Und wie schnell die Ladezeit ist. Also die Kopfhörer brauchen ca. 1,5 Stunden. Das Case circa 2 Stunden circa. Und maximal 40 Stunden im Case und zwischen 6 und 8 Stunden die Kopfhörer. Aber das packen wir jetzt mal aus. Dann gucken wir erstmal rein, was hier alles so drin ist oder nicht drin ist. Und wie war jetzt schon mal ein Dank an die Firma. Seht ihr das schon? Das ist grün. Aber ich hole es trotzdem mal raus. Wir gucken uns das gleich mal im Detail an. Hier gibt es noch eine Anleitung. Hier ist es schon mal in Englisch. Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Das finde ich doch schon mal sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch hier wieder verschiedene Silikonaufsätze, was ich persönlich sehr mag. Also das finde ich doch mal ganz gut. Wir gucken uns mal die deutsche Beschreibung an. Hier ist die deutsche Beschreibung. Ladeanschluss Typ C, schon mal auch sehr gut. Da muss man nicht immer 7000 Kabel mit sich führen. Also doch, finde ich sehr gut. Nett beschrieben. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich halte das mal weiter in die Kamera rein. Und dann halt mit Bluetooth verbinden. Das finde ich doch gut. Aber wir gucken uns erstmal noch das Zubehör an, was hier so dabei ist. Na, der will hier nicht so raus. Finde ich schade, aber gut. Also von Typ A auf Typ C. Also gut, wenn ihr sowieso in iPhone 15 habt und da habt ihr von C auf C, dann könnt ihr es dann klar auch benutzen. Aber das finde ich schon mal nicht schlecht. Hier sind dann nochmal zwei Größen noch dabei. Finde ich auch gut. So, mal weg damit. Ja, also das Grün fällt schon mal auf. Finde ich aber schon mal sehr gut. Erinnert mich fast an ein Überraschungsei. Aber das gefällt mir richtig gut. Da könnt ihr auch den Anschluss nehmen. Ich nehme mal die Folie weg hier. Und so sehen die also auch aus. Finde ich aber auch sehr gut, dass die in grün gehalten sind, so ein bisschen. Leuchtet auch ein bisschen blau.
Und das Silikon fühlt sich schön weich an. Ich finde, so sollte es auch sein. Und schön beschrieben, L, ich halte es mir ran, für links und R für rechts. Das finde ich doch schon mal sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt wird gerade geladen. Ich gehe mal weiter ran. Ja, das ist wegen dem Gegenlicht schwer zu sehen. Aber es leuchtet. Ich versuche mal, hier dichter ranzukommen. Nicht erschrecken. Und ich zoome jetzt kurz ran, nicht erschrecken, ich mache das einmal. So, jetzt könnt ihr es sehen. Hier steht auch die Zahl drauf. Links und rechts werden geladen. Finde ich sehr, sehr gut. Und fühlt sich auch, ich gehe mal wieder in eine größere Brille, fühlt sich auch richtig gut an. Also, auch wenn das Kunststoff ist, es macht einen sehr guten, wertigen Eindruck. Doch. Ich bin echt begeistert. Ich werde dann mal einen Hörtest machen, aber das werde ich jetzt nicht aufnehmen. Aber doch, das macht einen richtig guten Eindruck. Doch, das ist auch das hier. Hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es sind zwei Kontakte. Ich zoome mal ganz kurz wieder ran. Das sind, das Licht. Das sind auf jeden Fall zwei Kontakte, die denn hier eingefügt werden. Aber wie gesagt, das fühlt sich richtig gut. Doch, das fühlt sich gut an. Also, 5 Daumen hoch. Ja, das soll es dann auch hier gewesen sein. Ich werde das jetzt nur noch mal testen, wie sich das anhört, wie der Klang sich anhört. Dann werde ich darüber vielleicht noch mal ein kleines Video machen. Das ist jetzt hier ein kleines Unboxing gewesen. Aber wie gesagt, das fühlt sich gut an. Ja. Nochmal vielen, vielen Dank an die Firma. Und dann soll es auch hiermit gewesen sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.